Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem alten neuen Let's Play. Und zwar hatte ich ja vor längerer Zeit, vor ganz, ganz langer Zeit, mal zwei Folgen gezeigt von My Horse. Das Spiel war dann aber lange Zeit nicht mehr für Android verfügbar. Das heißt, es war nicht mehr über BlueStacks spielbar. Und jetzt ist es mir aber aufgefallen, dass es jetzt seit ein paar Tagen wieder drin ist im Store. Ich bin da durch Zufall am Handy drüber gestolpert und habe mir gedacht, hey, das zeige ich jetzt nochmal. Ich werde es jetzt einfach erstmal heute und morgen in der Folge zeigen und dann gucken wir einfach mal, wie es euch gefällt und entsprechend entscheide ich dann, ob ich das weiter zeige und wenn ja, wie oft. Willkommen beim My Horse. Ich bin Dan, der Stallbursche. Ich brauche Hilfe bei der Pflege dieses Pferdes. Tippe, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn ihr beide euch mögt, dann hilf mir bitte, einen Namen auszuwählen. Ja, wir fangen nochmal von vorne an. Ich finde einfach, dass das für ein Handyspiel, da das Spiel ja auch schon sehr alt ist, muss man auch bedenken, hat es echt eine gute Grafik. Also das sieht echt meiner Meinung nach ziemlich gut aus. Na du? Na du? Können wir dir auch schon ein Möhrchen geben? Ja, können wir. Ach, es ist süß. Beauty mag dich. Lass mich dich herumführen. Ich dachte, ich könnte mir noch einen Namen überlegen. Tippe auf die Fotoapparat-Taste da unten links. Tippe auf die Taste und einen Schnappschuss und... Tippe auf die Taste und einen Schnappschuss und... Da fehlt ein Mache. Ich muss mich doch noch bewegen können. Weil jetzt habe ich Beauty nicht drauf. Aber gut. Beauty sieht großartig aus. Jetzt zeige ich dir den Stall. Alles klar. So, Fotomodus beenden. Dein Tagebuch wird dir helfen, dich um Beauty zu kümmern. Jede Karteikarte hat Aktivitäten für Beauty. Lass uns die Karte Pflege ansehen. Halte Beauty mit diesen Aufgaben gesund und zufrieden. Wir beginnen mit Stallverwaltung. So, die App ist übrigens kostenlos, habe ich ganz vergessen, und ist nicht nur für Android verfügbar, sondern auch für iOS. Für iOS war sie auch die ganze Zeit, glaube ich, durchgehend verfügbar. Auf jeden Fall ist sie da definitiv schon wieder deutlich länger verfügbar. Jede Aufgabe kostet Zeit, hält aber Beauty bei Gesundheit. Wähle eine für den Anfang. So, wir misten aus. Versuche etwas Training, während ich diese Aufgabe erfülle. Warum startest du nicht mit der UK Open Championship? Alles klar. Wähle einen Wettkampf. Nimm mit Beauty bei Wettbewerben teil, um Preise zu gewinnen. Trainiere mehr, um bei besseren Wettbewerben mitmachen und gewinnen zu können. Wir wählen dann nämlich immer einen Wettbewerb aus und dann haben wir erstmal ein Training, was wir machen müssen. Und anhand der Sterne sehen wir, wie oft wir das machen müssen. Ich glaube, wir müssen das immer dreimal machen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, wir haben jetzt hier den kleinen Sprung für dieses Turnier. Teile Beauty mit, wann gesprungen werden soll. Die farbige Leiste zeigt, wann du springen musst. Must ist auch gut. Tippe auf die Taste, wenn die Anzeige im blauen Bereich ist, um beste Ergebnisse zu erzielen. So, hier unten muss ich dann nämlich draufdrücken. Der reitet jetzt erstmal los, oder die... Und wenn wir uns dem Hindernis nähern, genau, dann geht das Symbol nach vorne und jetzt müssen wir drücken. Blöm, und der Sprung ist perfekt. Und es ist immer noch genauso übersteuert der Sound wie in der alten Version leider. Fülle den Trainingskreis, damit du im Whispering Meadows teilnehmen kannst. Schau aber erst auf die Pflege, auf die Rückseite der Karteikarte Pflege. Genau, nee, so war's. Das hier musste ich machen, genau. Das kostet immer Energie. 20 Energie haben wir auch noch. Wir haben noch 79. Aber wir müssen nochmal in die Pflege reingucken. Jetzt, wo ich fertig bin, kannst du die Belohnung abholen. Tippe auf die grüne Taste. Plöm. Du brauchst auch ein paar Münzen. Tippe auf die Karteikarte Arbeit. So, diese Arbeiten werden uns Münzen verdienen. Lass uns mit einer Reitstunde beginnen. Okay. 2 Minuten dauert das Ganze. Du musst nicht warten. Nimm eine Abkürzung, indem du die Taste Reitstunde noch einmal antippst. Und dann müssten wir nämlich die Pay-Währung zahlen. Du kannst dir eine Abkürzung für einen Edelstein kaufen. Mache dir keine Sorgen. Ich werde sie ersetzen, sobald wir hier fertig sind. Das ist natürlich nur jetzt im Tutorial so. Später bekommt man die natürlich nicht wieder. Abkürzungen beenden Aufgaben viel schneller. Lass uns jetzt zurück zur Koppel gehen. Jetzt weißt du, wie man sich um Beauty kümmert. Ich werde dir unterwegs ein paar Hinweise geben.
Nimm diesen kostenlosen Edelstein und hab Spaß. Yay. Ja, indem sie hier vorfahren, stimmen sie den Servicebedingungen und den Datenschutz. Ja, machen wir. Öffne Kisten für coole Preise. Du könntest Leckereien, Sattel- und Zaumzeug oder sogar Pferde bekommen. Vergiss nicht, dir jeden Tag deine kostenlose Kiste abzuholen. Okay, wir haben also auch Login-Rewards. Hatten wir die damals auch schon? Ich weiß es nicht. Wir haben 5-mal das Sonnenblumen-Pack bekommen, das Futter. Na, Beauty? Wollen wir nochmal trainieren? Ja, ich weiß, dass das das Tagebuch ist, Mensch. Ja, und kostenlose Edelsteine können wir uns auch verdienen, indem wir uns Werbung angucken. Das mache ich jetzt natürlich gerade mal noch nicht. So, hier können wir uns neue Pferde angucken. Hier, das sieht zum Beispiel sehr, sehr ähnlich aus. Manche kosten Münzen, manche kosten aber auch dann später Edelsteine. Wir haben hier zum Beispiel ein, ja, was ist denn ein Schimmel mit schwarzer Mähne? Ich habe keine Ahnung, was ein Schimmel mit schwarzer Mähne ist, sage ich euch ganz ehrlich. Der hat eine etwas breitere Blässe zum Beispiel. Hier haben wir einen Schecken, oder? Ja. Wie bereit will ich sie alle auf uns zukommen? Voll süß. Hier haben wir noch einen Rappen, der ist auch echt schön. Einen Apfelschimmel haben wir hier. Wir haben aber hier hinten auch Special-Pferde. Die Einhörner und so. Ja, I don't know. Also das Schwarze ist vielleicht noch ganz cool, aber really? Really? Nein. Definitiv nein. So, hier können wir jetzt füttern und hier sehen wir, was das für Auswirkungen hat. Zum Beispiel, dass wir Gesundheit aufbauen, Zuneigung oder auch Energie wieder aufbauen. Aber die kosten halt unterschiedlich viel. Das heißt, das leckere Futter mache ich tatsächlich allermeistens. Oder das Grundfutter ist komplett free. Da habt ihr hier an der Seite diese Anzeige. Und da müsst ihr so lange auf den Sack drauf tippen, bis ihr das entsprechend möglichst gut getroffen habt. Dann schiebt ihr den Eimer zur Seite. Kippt das auch dazu. Dann müsst ihr das Futter anrühren. Und da gibt es Erfahrungspunkte für uns und Beauty kann ein bisschen mampfen. Es ist jetzt natürlich optisch nicht so krass wie ein Rival Stars, was ja auch viel neuer ist. Aber ich finde es eigentlich trotzdem ganz cool. Wir haben hier auch noch unterschiedliche Ausrüstungen. Wir haben Sachen, die wir dem Pferd auf der Koppel anlegen können. Turnierkleidung, Freizeitkleidung, Reitzeug und so weiter und so fort. Ich würde jetzt hier ganz gerne noch das Training abschließen. So. Das ist jetzt nochmal das Gleiche, was wir gestern gemacht haben. Und dann würde ich nämlich sagen, dass ich mich danach dann für heute schon verabschiede. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Oder machen wir heute schon... Können wir heute schon das erste Turnier machen? Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt gleich direkt das erste Turnier bekommen, dann machen wir das. Ich finde halt die Animation beim Springen zum Beispiel auch richtig mega. So, genau. Und jetzt sind wir bereit. Wir würden für den ersten Platz in Whispering Meadow würden wir 80 Münzen bekommen und 60 Erfahrungspunkte. Und ich würde sagen, wir reiten das Ganze jetzt einfach mal. Wir sehen hier auch noch von anderen Leuten die Ergebnisse. Ich weiß nicht, wie ich meinen Namen festlegen kann. I don't know. Ich weiß es nicht. Das muss ich mir nochmal angucken. Boah, dieser Ton. Das finde ich nervig, dass er so mega übersteuert ist. Aber wir haben hier unser erstes Springturnier. Hier noch sehr, sehr einfach gehalten mit 2 Steilsprüngen. Du bekommst Bonuspunkte für Zufriedenheit und Präsentation. Pflegeaufgaben und Leckereien erhöhen die Zufriedenheit. Die Präsentation wird durch das Sattel- und Zaumzeug verbessert. Wir bekommen dafür jetzt gerade natürlich 0 Punkte, weil wir jetzt nichts verbessert haben. Wir haben ja das Standardzeugsel. Haben insgesamt 412 Punkte. Und das entspricht diesem hier, hätte ich gesagt. Ne? So, ne? Aber irgendwie sind wir ja nicht comfy beige. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall...
bekommen wir hier an dieser Stelle einiges an Erfahrungspunkten und Münzen dazu und wir haben Stufe 2 erreicht. Yay! Und wir haben einen Edelstein dazu bekommen. Das ist doch definitiv eine nette Sache. Ich würde aber sagen, das war's jetzt für heute erstmal. Ich verabschiede mich dann ich habe schon wieder die Abmod verkackt. Wir sehen uns morgen wieder. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt, ob ihr das eine Weile weiterverfolgen möchtet. Ich bin noch nie so mega weit gelevelt. Ich weiß nicht, was uns noch großartig an Turnieren erwartet. Also ich habe einmal ein bisschen weiter gespielt und ich kann euch sagen, die Turniere werden definitiv, da kommt noch deutlich mehr rein. Die Aufgaben werden auch noch interessanter. Aber so super weit bin ich auch noch nicht gewesen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich gucke mal, ob ich hier den Ingame-Sound vielleicht ein bisschen drosseln kann von diesen Erfahrungspunkt-Belohnungen und sowas. Weil der ist ja doch sehr, sehr krass. Also dann macht's gut und bis morgen. Tschüss!